Sie ist reformierte Pfarrerin, er ist Komiker und Agnostiker und glaubt nicht an Gott. Damit noch nicht genug. Das Ehepaar Carolina und Victor Costa aus Genf trägt seine Diskussionen und Konflikte in aller Öffentlichkeit aus, im Internet, in einer Webserie, mit dem Titel «Ma femme est pasteur», «Meine Frau ist Pfarrerin». Und das durchaus erfolgreich. Was treibt die beiden an? Wie sieht ihr Ehe- und Familienalltag aus? Und wohin führen eigentlich diese Auseinandersetzungen? Carolina und Victor Costa sind heute zu Gast in der Sternstunde Religion. Ja, wie ist es jetzt eigentlich, wirklich als Pastorin mit einem Agnostiker, mit einem Skeptiker verheiratet zu sein? Ich sage immer, also jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung ist mir bewusst, dass ich Glück habe mit einem agnostischen Ehemann. Das ist ein Ansporn für mich und es hat mich auch verändert als Pfarrerin. Ich denke immer daran, nicht ihn zu bekehren, aber mit ihm zu diskutieren und von ihm zu lernen. Und wenn ich eine Predigt mache, versuche ich mir vorzustellen, er höre zu und ich richte mich dann an ihn. Also ein Motor, was treibt denn dieser Motor an? Also ich, da hat der Inhalt in der Verpackung geändert. Ich habe eine Sängerin und Pianistin kennengelernt und mit der Zeit ist aus ihr eine Pfarrerin geworden und ich bin diesen Weg mit ihr gegangen. Genau, ich wollte ja noch wissen, oder, was dieser Motor bei Ihnen antreibt, aber Sie haben schon geantwortet. Wie ist es denn für Sie als Skeptiker mit einer Pfarrerin? Sie haben sich daran gewöhnt. Nein, ich habe mich nicht daran gewöhnt. Deshalb habe ich ja eine Webserie aufgebaut. Aber jetzt sehe ich meine Frau, die ich ja schon vorher hatte, vielschichtiger. Es hat mir wirklich neue Horizonte eröffnet. Auch in Bezug zum Tod. Ich fühle mich ihm näher. Warum Tod? Es ist schon etwas seltsam, wenn ich am Abend nach Hause komme, ich frage, was hast du so gemacht, und dann erzählt sie von einer Beerdigung. Das kommt nicht jeden Tag vor, aber man denkt halt darüber nach und das gibt eine andere Sichtweise. Und was treibt er an? Weil Sie haben von einem Motor gesprochen, oder? Unser Bedürfnis ist doch immer die Liebe. Das ist der Antrieb. In unserer Arbeit und unserem Zusammenleben ist es immer die Liebe im weiteren Sinn. In unserem Blog wollen wir von den grundlegenden Werten sprechen, die zusammenkommen bei einer Pfarrerin, die glaubt und praktiziert, und bei einem Agnostiker, der eher rational denkt. Und wir schauen, was dann passiert. Der Antrieb ist immer das Menschliche, die Öffnung, das Zusammenleben, das uns wichtig ist, sei es in der Tradition oder auch in deiner Welt. Also Sie haben so einen Glustig gemacht, oder, auf diese Webserie. Es gibt einzelne Folgen, die schon in deutscher Sprache synchronisiert sind. Wir schauen mal in eine Folge rein, wie das da ausschaut. Thomas, wollen Sie die hier anwesende Clara zur Frau nehmen? Ich habe mich in eine Frau verliebt, die Beyoncé sein wollte, in einem Thai-Restaurant arbeitete, durch die Welt reiste, mit sozialistischen, ja kommunistischen Idealen, aber von da bis... Hier ist jeder willkommen, wie er ist. Bei Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Der Gedanke, eines Tages mit Gott zu schlafen? Liebling, mir ist kalt. Wärmst du mich ein bisschen? Komm schon. Nein, stopp. Ich kann nicht. Ich habe Lampenfieber. Lampenfieber? Der Gottesdienst morgen früh. Bitte komm, es ist Samstagabend. Nein, ich kann nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Kannst du mich abhören? Aber am meisten beunruhigt mich, was es aus mir macht. Wer bin ich jetzt? Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag. Geht es besser? Wer ist der Herr? Der Mann der Pastorin. Wie bitte? Er ist der Mann der Pastorin. Oh, der Mann der Pastorin.
Ja, der Mann der Pastorin. Ich meine, es gibt ja viele Paare, die sind verschieden und tragen das aber nicht gerade in die Öffentlichkeit. Was ist das Ziel? Was wollt ihr erreichen mit dieser Webserie? Was kannst du sagen? Es war ja deine Idee. Es ist schon sehr speziell für einen Agnostiker, mit einer Pfarrerin zusammenzuleben. All diese Fragen über die Liebe, den Tod, das Leben waren immer präsent. Und ich sagte mir, wenn das mir so nahe geht, kann das auch anderen nahe gehen. So haben wir ein Format gesucht. Ich dachte an eine Webserie, weil hier die Grenzen völlig offen sind. Man kommt überall hin und alle können es anschauen. Und ja, die Zuschauer haben entschieden, sie haben unsere Serie angeschaut. Dann wurde sie übersetzt, auf Deutsch, auf Italienisch. Und dann hat sie eine Weltreise unternommen an die Festivals für Webserien. Ich glaube, unsere Fragen sind den Leuten nahegegangen. Wir hatten ja schon Erfahrungen gemacht mit einer ersten Serie, die hieß Willkommen bei uns. Dort ging es um einen Spanier, der mit seiner Partnerin die Schweiz entdeckt. Davon haben wir über 100 Folgen gemacht. Schon die waren humoristisch. Das ist ja auch unsere Welt. Wir sind zwei Künstler. Wir wollen etwas mitteilen von dem, was wir erleben. Wir versuchen, mit anderen zu teilen, was uns antreibt. Und heute gibt es ja viele gemischte Paare. Es geht uns darum, zu zeigen, dass das etwas Positives ist und dass man zusammenleben kann mit verschiedenen Religionen, mit unterschiedlichem Glauben. Sie sprechen die Wurzeln, die spanischen Wurzeln von Victor Costa an, damit auch katholische Wurzeln. Also sind Sie jetzt wirklich ein Agnostiker oder was glauben Sie jetzt wirklich? Ich glaube stark an den Menschen, an alles, was er machen kann, was in ihm steckt. Dann gibt es auch Dinge, die ich nicht im Griff habe, auf die ich keine Antwort finde, nie eine Antwort finden werde oder höchstens für mich eine ganz persönliche. Mir ist es wichtig, dass ich irgendwie glücklich bin. Das ist mein Ziel. Und daher sind es meine persönlichen Geschichten, die ich erzähle. Gleichzeitig sind wir ja alle Agnostiker. Nicht ungläubig, aber Agnostiker. Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe ja keine Beweise. Also kann ich sagen, ich bin eine gläubige Agnostikerin und du bist ein Agnostiker, der etwas weniger glaubt. Das macht es lebendig. Also ich höre heraus, ihr wollt wirklich Menschheitsfragen, Fragen, die die Menschen bewegen, wollt ihr aufgreifen. Ihr wollt auch zeigen, man kann, wenn man verschieden ist, auch einen Weg finden gemeinsam. Aber mit dieser Webserie, also in der Öffentlichkeit, ich meine, es ist die schöne Pfarrerin, es ist der etwas, ich sag mal, auf den Kopf gefallen oder der etwas unbedarfte Agnostiker. Was wollt ihr den Leuten? Sie sagen, ja, er soll so bleiben, aber wollt ihr die Leute missionieren oder wollt ihr ihnen das Pfarrersleben zeigen? Was wollt ihr? Alles hat mit seiner Idee angefangen. Er wollte von unserer Welt erzählen. Und dann haben wir uns mit ein paar Kommunikationsbeauftragten der Westschweizer Kirchen zusammengesetzt. Vom Waadtland, von Genf, Fribourg, Neuchâtel und von Mediapro. Er hat ihnen dieses Projekt vorgestellt und die Kirchen waren sehr schnell begeistert und fanden, sie könnten uns unterstützen. Also es ist ja wichtig zu sagen, dass diese genannten Kirchen inzwischen das Projekt unterstützen, auch finanziell, auch diese Firma. Dann eben auch die deutschsprachigen Versionen von einzelnen Kirchen in der deutschsprachigen Schweiz. Und es gibt eine italienischsprachige Version von Radio Televisione Svizzera, also RSI, auch ausgestrahlt, also schon breite Akzeptanz. Genau. Sie sagten sich, dass sie dabei einem Projekt mitmachen könnten, hinter dem eine Pfarrerin steht, welche ihre Werte vertritt. Für sie war es eine Gelegenheit, ein gewisses strenges Image der Kirche zu entstauben. In der Westschweiz haben wir das Problem, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen. Also müssen wir auf andere Art zu den Leuten kommen, eben übers Internet, zu den Jungen, zu einer neuen Generation. Es war eine Gelegenheit, in diesem Gebiet präsent zu sein, aber ohne uns zu zensurieren.
Und dass da ein Agnostiker ist, macht, dass es ganz klar kein missionarisches Projekt ist. Für uns ist es vielmehr ein Projekt, präsent zu sein. Was mich betrifft als Agnostiker, ich arbeite mit anderen Autoren zusammen. Darunter sind auch atheistische. Und das gibt dieser Webserie ein sehr breites Spektrum. Deshalb ist es wohl auch von den verschiedenen Festivals angenommen worden und in die Wettbewerbe gekommen. An diesen Festivals am anderen Ende der Welt in Amerika wussten die Leute nicht, dass auch die Kirche dahinter steht, dass es eine echte Pfarrerin ist. Und in den Workshops sind sie dann fast vom Stuhl gefallen, sie konnten es nicht fassen. Aber haben Sie nicht Bedenken, dass Sie so ein bisschen der Ballgeber sind, dass Sie so ein bisschen eingespannt werden? Eben, wir haben es erwähnt, viele Kirchen, die das sponsern, dass Sie da in einen Werbespot der Kirchen reingeraten sind. Nein. Als ich mit den welschen Kirchen arbeitete, bestand ich darauf, dass am Schluss ich entscheiden würde. Klar, von der theologischen Seite her können Sie mich beraten, damit alles stimmt, aber am Schluss, der Schnitt gehört mir. Daher fühle ich mich sehr frei. Und Sie als Pfarrerin haben ja in Genf auch noch ein Projekt Le Lab, also ein Versuch, sage ich mal, die Kirche auch in anderen Formen unter die Leute zu bringen, die Leute zu animieren. Was machen Sie da? Können Sie das kurz erklären? Auch hier geht es darum, eine neue Generation zu erreichen, um eine Art Labor, also einen Ort, wo man sich auch einmal irren kann, wo wir mit jungen Leuten neue Wege suchen. Wir versuchen zum Beispiel zu schauen, wie das ist mit der Meditation, weil heute viele Leute meditieren. Also wie wir die Meditation und die christliche Spiritualität zusammenbringen können. Oder unser Projekt, wo wir mit homosexuellen und Transgender-Gruppierungen zusammenarbeiten. Da haben wir einen Raum geschaffen, wo die Jungen aus diesen Gemeinschaften ihren Glauben, ihre Religion und ihre Orientierung zusammenbringen können. Das ist wichtig, weil sie von vielen religiösen Traditionen ausgegrenzt werden und wir sind hier sehr offen. Das Projekt Meine Frau ist Pfarrerin ist ja etwas Ähnliches. Das heißt, es geht nicht darum zu missionieren, sondern unsere Art ist es, jetzt spreche ich für mich als Pfarrerin. Er kann ja dann wieder korrigieren, er schaut schon ganz kritisch. Es ist eben ein Dialog, auch in solchen Fragen. Aber es ist schon auf diesem Weg der Versuch, Kirche in anderen Formen zu leben. Das habe ich schon richtig verstanden. Ja, aber gleichzeitig spielen wir mit den vorgefassten Bildern, die es ja wirklich gibt. Auch in meiner Kirchgemeinde hat es ältere Leute mit etwas altmodischen Einstellungen und entsprechende Diskussionen. Da spielen wir halt mit der Realität. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass ich wohl eine eher fortschrittliche Pfarrerin bin. Also wir wollen mit all dem spielen. Aber offen gesagt, das Wichtigste ist, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Gerade in unserem Gebiet, wo es uns auch Spaß macht, gewisse biblische Texte zu zerpflücken. Wir spielen also ganz schön mit Bildern. Und Vorurteilen. Und wenn wir es schaffen, die Leute zum Nachdenken zu bringen, haben wir gewonnen. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Also hat auch was Leichtes. Sie gehen ja auch ins Persönliche rein, es geht auch um die Frage Partnerschaft, Ehe. Schauen wir uns mal noch einen anderen Beitrag an, wo es eben dann so um Ihr Zusammenleben geht. Mit einer Pastorin als Frau werden manche Dinge zum Abenteuer. Liebling, lass uns den Urlaub planen. Ah, gute Idee. Fahren wir in ein warmes Land. Ja. Griechenland mag ich. Okay, Griechenland. Dann können wir ja fliegen. Ja? Wir fahren bis... Warte, es blinkt auf der Webseite der Gemeinde. Was? Okay, das ist der Block. Oh nein. Oh, lass mir nur 5 Minuten. Oh nein. 5 Minuten, ach komm. Nur 5 Minuten. Sagen wir, manche Dinge werden komplizierter. Liebling. Du spürst deine bisexuelle Neigung. Ja. Liebling, ich hab's... Und du kannst sie nicht ausleben, ja? Ja. Hm. Ist das wirklich Ihr Alltag? Da ist schon etwas Wahres dran.
Ich kann nicht etwas schreiben, das ich nicht fühle oder erlebe. Da ist wirklich etwas Wahres dran. Ja, ich meine, so Störungen, das erleben ja viele Paare. Wollen Sie eigentlich Vorbild sein? Partnerschaft, Ehe? Nein, wir sind kein Vorbild. Aber vielleicht stehen wir für viele andere Paare, die Mühe haben, sich zu organisieren. Oder von der Arbeit her gesehen, alles geht schnell, man ist absorbiert und hat kaum Zeit für die Beziehung. So gesehen sind wir repräsentativ. Es gibt eine Folge über die Eifersucht und dann gibt es Situationen, die typisch für das Leben eines Pfarrers sind. Aber es geht auch darum zu zeigen, dass ein Pfarrer nicht jemand ist, der da oben steht, etwas Perfektes, bei dem alles stimmt. Auch ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ist im Alltag gefangen, wie alle anderen, und er versucht, die Worte von Liebe und Frieden wirklich zu leben. Aber auch er hat seine Schwierigkeiten und Schwächen. Auch solche Dinge will unsere Webserie zeigen. Und gleichwohl gibt es ja noch eine, bei einer Pfarrerin eine Dimension dazu, oder nehme ich mal an, eine spirituelle Dimension. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Vie à deux, Sie, Carolina Costa. Da geht es eben um das Leben zu zweit in einer Partnerschaft. Und das Buch wird bald in deutscher Sprache auch erscheinen. Es ist eigentlich ein spielerisches Buch. Also es gibt Texte darin, es gibt aber auch Seiten, die leer sind, die man dann als Paar ausfüllen kann, wo man einen Weg gehen kann. Was ist denn das Rezept für gelingende Partnerschaft? Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Die Kommunikation leben. Aber damit ist eigentlich noch gar nichts gesagt. Es geht nicht nur darum, miteinander zu diskutieren, sondern einander zuzuhören. Oft ist es ja so, dass man schon über seine Antwort nachdenkt, während der andere noch redet, statt wirklich zuzuhören, was er sagt. Also die ganze Kommunikation ist wichtig. Und dann noch das. Ich kannte ein älteres Paar in Genf, das seinen 60. Hochzeitstag feierte. Und auf meine Frage, weshalb das so lange funktioniere, antworteten sie: Es ist der Humor, meine Liebe. Der Humor. C'est l'humour, chère Madame, c'est l'humour. Und ich kann das bestätigen. Je confirme. Dann habt ihr gute Chancen, oder, dass es lange geht. Ich glaube schon. Wie haben Sie das Buch gelesen? Oder haben Sie dazu beigetragen? Alors, moi, au départ, j'étais le cobaye. Am Anfang war ich das Versuchskaninchen. Sie hatte so Zettel und die hat sie an mir ausprobiert. Also zuerst war ich die Testperson und danach war ich der Lektor. Ich schaute auf die Linie des Buches im Hinblick auf die Zeichnungen und die Texte. Aber was mich antreibt, ist die Liebe. Und wie Carolina sagt, manchmal glaubt man, seinem Gegenüber zuzuhören. Aber es sind ja nicht nur Wörter, die aus ihrem Mund kommen, sondern dahinter stehen Gefühle. Und die können manchmal das Gegenteil sein von dem, was sie sagt. Und um sich zu verstehen, muss man diese entschlüsseln. Es braucht viel Geduld und Liebe. Also was ich rausgezogen habe, ist auch die Arbeit, oder? Die Arbeit an der Beziehung. Also dieser Weg von dem Verliebtsein bis eben zu der Liebe, was Sie sehr schön beschreiben. Was ich vermisst habe, ist das Geschrei der Kinder, das ist die Terminschlacht, das tägliche Gewitter an Terminen, wo man irgendwie versucht, das Leben zu gestalten. Und ja, Sie lachen, weil Sie haben ja auch zwei Kinder, zwei Töchter, oder? Ja, klar. Aber es geht auch um den Moment, wenn man sich verpflichtet. Man ist glücklich, alles ist in Ordnung. Es gibt Paare, die sich sagen, jetzt heiraten wir, jetzt verbringen wir unser Leben zusammen und alles ist super. Und dann kommen die kleinen Schwierigkeiten und Konflikte. Uns geht es darum, zu zeigen, dass die Ehe nicht nur dieser eine tolle Tag ist, sondern es sind die vielen Jahre, die danach kommen. Ich spreche nicht über die vielen Konflikte, sondern über den Ursprung der Konflikte, über die Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit. In einem Konflikt wiederholt man ja die Verletzungen, die einem als Kind zugefügt wurden. Das steht alles im Buch. Mm.
Für mich, auch als Pfarrerin, geht es im Leben als Paar darum zu lernen, was es eigentlich bedeutet, zu lieben. Das ist nicht nur die Liebe am Anfang, alles ist romantisch und toll, sondern es geht wirklich darum zu lernen, all die Zeiten zu überwinden, in denen es schwieriger ist. Aber so das Wort Jesus oder so eben Spiritualität in der Partnerschaft, das kommt nicht so jedenfalls dick aufgetragen vor. Ist das so ein bisschen Rücksichtnahme? Wenn sie sagt, Jesus ist Liebe, verstehe ich das. Das schon. Aber beim Rest habe ich noch viele Fragen. Ihr scheut euch ja nicht, auch theologische Knacknüsse in euren Folgen aufzugreifen. Wir schauen noch in eine Folge kurz rein. Da geht es um das Gottesbild. Ich hätte nie gedacht, dass meine Frau eine Revolutionärin ist. Woher das wohl kommen mag? Oh, ich glaube es nicht. An Gott? Aha. Nein, ein Paar will sich nicht von mir trauen lassen, weil ich eine Frau bin. Und? Das ist schlimm. Beruhige dich. Wenn es so weitergeht, heißt es eines Tages, die Kirchen sind wegen der Pastorinnen leer. Ja, das ist ja auch ungewöhnlich. Einen Moment. Jesus war vor 2000 Jahren von Frauen umgeben. Und heute ist das ein Problem? Ja, und was schlägst du dann vor? Revolution. Genau, jeden Sonntagmorgen mit nackten Brüstigen predigen wie die Femen. Warum nicht? Oh, von mir aus gerne. Ich bin in der ersten Reihe. So beginnt die Revolution im eigenen Haus. Ja, bei allem Humor, was haben Sie rausgefunden? Ist Gott jetzt männlich oder weiblich? Bon, alors... Offensichtlich sind wir jetzt auf Deutsch-Schweizer Gebiet. Ehrlich gesagt, dieser Sketch entstand, nachdem Gottfried Locher, er wird mir verzeihen, dass ich das erzähle, diesen unglücklichen Satz gesagt hat, wonach die Frauen, die Pfarrerinnen für die leeren Kirchen verantwortlich seien. Als ich das hörte... Sie sprechen vom Präsidenten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Genau. Abgesehen davon ist er sehr sympathisch. Er machte diese unglückliche Aussage und ich fand, da müsse man etwas machen. Das ist wirklich zu viel. Da steckt etwas dahinter. Und wir sagten uns, spielen wir mal mit der Männer- und Frauenrolle und dem Bild Gottes. Und machen wir einen Sketch, um das Thema weiterzutreiben. Ich persönlich finde, Gott hat kein Geschlecht. Aber es gibt die beiden Energien, männlich und weiblich. Das sagt man ja auch von Gott. Ich fand es einfach interessant, mich über gewisse Ansichten über die Frauen lustig zu machen. Wie ist denn die Reaktion auf sowas? Gibt es denn da nicht auch Strenggläubige, die sagen, geht nicht? Gibt es da Reaktionen? Ja, das gibt's. Jeder hat doch eine rote Linie auf unterschiedlicher Höhe. Bei einigen liegt die Latte recht hoch und solche Episoden gehen durch. Aber es gibt auch Leute, bei denen diese rote Linie eher eng gefasst ist. Und es gab dann schon Reaktionen. Also da merken Sie auch, dass Religion, religiöse Gefühle sind wirklich verletzlich, oder? Das ist ein heikles Terrain. Ja klar, es ist sicher kein einfaches Thema. Unser Ziel ist es, solche Leute nicht zu verletzen. Wir wollen bloß mit den Rollenbildern spielen und diese ein wenig ausweiten. Das heißt, später in dieser Folge oder kommt eine Stimme aus dem Himmel, das ist dann eben eine weibliche Stimme. Das heißt, Sie wollen fragen, könnte das nicht alles auch anders sein? Genau. Es gibt ja viele religiöse Bedeutungen. Und hier setzen wir an. Es gibt das Religiöse und das Spirituelle. Manchmal stimmt es überein und manchmal halt nicht. Wenn man ein paternalistisches Bild von Gott hat, wird man alles so anschauen. Immerhin wurde die Bibel ja von Männern geschrieben. Und dann schreibt man halt auch über eine paternalistische Sicht auf Gott. Die Bibel muss eben weitergeschrieben werden. Ein Evangelium von heute.
auf andere Art. Wenn man Gott auch weibliche Züge zuschriebe, wo führte das hin? Vielleicht zu einer Päpstin in Rom. Ich finde die Vorstellung unglaublich lustig. Das dreht die Dinge etwas um und es trägt ein ganz klein wenig dazu bei, zum Grundsätzlichen zu kommen. Es ist ja nicht die Basis unserer Religion, aber es spielt doch mit. Man muss auch sagen, ich bin reformiert. Hier gibt es die Kultur der Debatte. Und man kann auch einmal über die Tabuzonen hinausgehen, um darauf zu kommen, was den Glauben ausmacht. Dieses grundsätzliche Vertrauen ohne Dogmen und ganz klar definierte Identität. Wir haben jetzt über Ihr Projekt gesprochen, was das mit Kirche zu tun hat, mit der Pastorin, mit dem Skeptiker. Können Sie mir sagen, Sie machen das schon ein paar Jahre? Was hat sich für Sie verändert in dieser Zeit? Haben Sie sich verändert oder ist das Rezept letztlich zuhören und die andere Person einfach sein lassen? Mich persönlich hat es sehr stark verändert. Das ist wahr. Wirklich. Ich kann nicht wie eine Mauer vor einer Pfarrerin stehen, ob ich jetzt mit ihr einverstanden bin oder nicht. Wir sind ein Paar, in einer Symbiose. Wir wachsen zusammen. Was hat sich verändert? Ganz konkret ist mein Blick auf den Glauben, auf die Liebe durchlässiger geworden, viel offener. Mich hat sehr beeindruckt, wenn die Leute etwas glauben, kann das manchmal wahr werden, weil sie ihre Energien bündeln. Und ich hinterfrage mich auch mehr bei Fragen, die früher für mich völlig klar waren. Und was sich bei mir durch dich geändert hat, das ist... Vielleicht verlange ich jetzt mehr von alten Denkmustern, von theologischen Überlegungen zum Beispiel. Man kann sagen, das sei logisch, aber er eröffnet mir neue Welten im Denken, in der Philosophie, auf die ich vielleicht nicht ohne weiteres käme. Wenn man in der Kirche ist, besteht die Gefahr, dass man immer etwa die gleichen Dinge liest, das, was einen interessiert. Das ist auch normal. Aber er zwingt mich auch an anderes zu denken. Und das verändert mich natürlich auch. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Er hat mir ein Buch zum Lesen gegeben, Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, das wirklich das auseinandernimmt, was die Religion bewirkt. Das fordert mich heraus. Ich habe eine bestimmte Religion. Und wie kann ich heute noch predigen und dabei im Einklang bleiben mit der modernen Welt und dem Fortschreiten der Geschichte? Schön, klingt sehr anregend. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diesen Einblick auch hinter die Kulissen Ihrer Webserie. Herzlichen Dank. Merci. Merci, merci. Wie viel Komik oder Satire darf sein, wenn es um Religion geht? Das ist eine Frage, die auch im nächsten Filmbeitrag eine Rolle spielt. Bei den sogenannten Datteltätern. Das sind junge Frauen und Männer aus Berlin, Muslime und Nichtmuslime. Mit Esprit entlarven sie Vorurteile gegenüber Muslimen und gegenüber dem Islam. Wie es funktioniert, sehen Sie selbst.